Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem sehr, sehr spontanen Tag-Video. Ich habe gerade den Tag von der lieben, ach, diese Strähne stört mich irgendwie, von der lieben Sarah Story gesehen und sie macht ja sehr viele so Bücher-Tags und sowas. Da kann ich natürlich nicht immer mitreden, obwohl ich sie gerne machen würde, weil die Fragen eigentlich ganz cool sind. Aber dieser Tag passt eigentlich sehr gut auch zu Serien, denn es geht nämlich um Charaktere, ob das jetzt bei Büchern ist oder bei Serien oder Filmen, alles mögliche eben. Und es gibt 15 Fragen und man muss sich bei diesem Tag, heißt übrigens und raus bist du, muss man sich nämlich 30 Charaktere überlegen, die man gerne mag oder vielleicht auch die man nicht so gerne mag, aber natürlich schreibt man eher welche auf, die man lieber mag. Da habe ich die mir jetzt alle hier aufgeschrieben in meinem kleinen Glasschälchen und habe sie zusammengeknödelt und dann muss man pro Frage immer 2 Zettel ziehen und muss sich dann eben entscheiden. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an und dann denke ich, werdet ihr auch dieses Prinzip gleich gut verstehen können. Und ich hoffe, es ist ganz spannend für euch. Also ich fand es sehr, sehr cool, diesen Tag zu sehen, weil er eben sehr spontan auch ist. Und ich bin eigentlich so jemand, ich plane meine Videos jetzt nicht direkt, aber ich bin schon bedacht auf Antworten, die ich zum Beispiel auch gebe. Also sind zwar auch schon in dem Sinne spontan, weil ich lese mir jetzt nicht bei jedem Tag alle Fragen genau durch und plane jetzt genau, was ich sage, das nicht. Nur da fiel es mir schon echt schwer, weil ich hatte so ein paar Fragen, wo ich dachte, oh, da würde der Intercharakter gut passen. Aber das kann ich ja in dem Moment nicht beeinflussen, weil es ja wirklich per Zufall entschieden wird, was ich hier so ziehe. Und ich kann zwar jetzt hier so ein paar ich kann sehen, klar, dass da was drauf geschrieben ist, aber ich kann jetzt nicht die vollen Namen erkennen. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach und die erste Frage lautet, du hast nur noch einen Platz im Buchstabierwettbewerb teamfrei. Wer wird dein Team vervollständigen? Okay, ich ziehe, da habe ich schon zwei, die aneinander kleben. Und das ist zum einen der, wer ist denn das? Booth von Bones, genau. Und das andere, hoch da kleben, ah ne, das ist einer, genau, und das andere wäre Prinzessin Eleanor. Prinzessin Eleanor ist von The Royals, die Serie, und ich denke, Bones kennt ihr eigentlich alle. Schwierig. Ich würde mal sagen, dass Booth schlauer ist, also ich schätze ihn als etwas gebildeter ein als Eleanor, denn sie ist ja meistens betrunken oder hat gekifft oder so, also sie wandelt sich zwar auch im Laufe der Serie, aber ich denke mal, ich würde mich eher für Booth entscheiden, denn ich liebe ihn ja generell total und er ist einfach jemand, der sehr, sehr clever auch agieren kann und ja, er ist zwar mehr so der Mann für das Machen, für wirklich auch gefährliche Einsätze und solche Sachen, aber wie gesagt, da ich mich ja entscheiden muss, würde ich ihn nehmen. Dann die zweite Frage. Diese beiden Charaktere versuchen dich zu töten. Welche tötest du zuerst, damit du beim zweiten eine bessere Überlebenschance hast? Oh oh, okay, wen haben wir denn hier? Da haben wir zum einen mal Eve von Eve Dallas aus meiner Lieblingshörbuchserie. Und zum anderen Anna Steele, oh nein, von Shades of Grey. Oh, das ist jetzt natürlich ganz, ganz blöd. Also, deine beiden Charaktere versuchen dich zu töten. Welche tötest du zuerst, damit du bei der zweiten eine bessere Überlebenschance hast? Also Anna ist natürlich eine sehr, sehr gutherzige Person, eine sehr, ja, liebe, nette, treue Person, sage ich jetzt mal. Und Eve ist das natürlich auch. Allerdings hat sie unglaublich viel Schmackes, würde ich jetzt mal sagen. Und sie ist ja eine Ermittlerin. Also wer die Eve Dallas-Serie nicht kennt, sollte sich mal mein Video dazu anschauen. Ich habe auch eine ganze Hörbuch-Review dazu gemacht, weil ich diese ganze Reihe so sehr liebe und ich vergöttere das wirklich sehr. Also bei mir wirklich die allerbesten Hörbücher, die ich überhaupt nur kenne. Und bei Eve wäre, glaube ich, schwerer zu töten als Anna. Wobei Anna mir, glaube ich, auch nichts anhaben würde. Also ich schätze Anna nicht so ein, als dass sie mir wehtun würde. Deswegen würde ich vielleicht lieber mit Anna zusammen einen Plan schmieden, wie wir Eve töten können, weil sie sehr, ja, ein bisschen gewiefter ist vielleicht. Und bei ihr hätte ich, glaube ich, im Endeffekt weniger Chancen zu überleben. Und wenn wir sie schon mal beiseite geschafft hätten, dann könnten Anna und ich so ein Liebesteam bilden. Also würde ich leider sagen, wir würden Eve töten, auch wenn es mir extrem schwer fallen würde. Ja.
Dann dritte Frage. Du bist der Bachelor, beziehungsweise die Bachelorette. Die folgenden Charaktere sind die Finalisten. Wer bekommt die letzte Rose? Ja, die Frage, da habe ich mich natürlich extrem drauf gefreut. Und da habe ich gezogen zum einen Hodgins von Bones und... Ja, also da hat sich natürlich alles schon erledigt. Mein zweiter Zettel lautet Damon. Und ja, natürlich, Damon von Vampire Diaries, er würde bei mir jede Rose bekommen. Er hat ja schon mein Herz, meine Seele, alles von mir gehört ihm. Und natürlich würde er auch die letzte Rose bekommen. Ich finde auch Hodgins von Bones wirklich super. Ich finde ihn total lustig und er ist unglaublich schlau. Er wäre auch so jemand für einen Buchstabier-Wettbewerb gewesen. Ja, ich liebe ihn auch sehr. Aber na klar, also... Egal bei welcher Frage, wenn ich Damon gezogen hätte, wie gesagt, egal bei welcher Frage, würde ich immer Damon bevorzugen, weil ich ihn einfach über alles liebe und er ist für mich der beste Charakter überhaupt. Und ich werde jetzt niemanden spoilern, aber ich kenne auch schon fast alle Folgen, also ich kenne alle Folgen, die bisher rausgekommen sind von der 8. Staffel und auch gerade in der letzten Folge, es war wirklich... wieder sehr herzergreifend, wie unglaublich er sich gewandelt hat von diesem wirklich etwas egoistischen Arschloch, was er ja ganz am Anfang war, also so erste, zweite Staffel vielleicht noch. Und dann wurde es immer besser. Man hat gemerkt, was für ein wundervoller Mensch er ist. Mensch, Vampir. Ja, deswegen. Und ich habe einfach gleich mein Herz an ihn verloren. Und wie gesagt, in jeder Kategorie würde er bei mir gewinnen. Und natürlich bekommt Damon meine letzte Rose. Klar. Dann viertens. Du wurdest für die Hungerspiele ausgewählt. Welcher der beiden Charaktere würde sich freiwillig melden, um für dich zu kämpfen? Also für Hunger Games, die, wisst ihr ja. Okay. Dann schauen wir mal. Zettel 1 und Zettel 2. Wie war jetzt nochmal die Frage? Achso, welche dieser Charaktere würde sich freiwillig melden, um für dich zu kämpfen? Okay. Also Auswahl Nummer 1 wäre Queen Helena von The Royals. Oh, ich glaube, das würde sie nicht tun. Und das andere wäre Elijah. Oh, ja, natürlich. Also dann würde sich mit Sicherheit Elijah für mich freiwillig melden, denn Elijah von Originals liebe ich auch. Er ist auch so ein Charakter, in den ich mich auch so sehr verliebt habe. Ich muss aber sagen, erst ein bisschen später, also er hat ja angefangen bei Vampire Diaries und als er da kam, mochte ich ihn noch nicht so, weil er hatte auch total komische Haare und war mir da eher unsympathisch. Aber dann hat er, glaube ich, in Staffel 4 hat es angefangen, wo die Haare dann besser aussahen und das hat ihn so viel hübscher gemacht nochmal und er ist so schön und auch seit Originals liebe ich ihn noch mehr und er ist auch so jemand, er tut alles für seine Familie und ja, ich bin mir sicher, er würde auch für mich bei The Hunger Games kämpfen. Ja, ich liebe Elijah, oh mein Gott. dann die fünfte Frage. Du bist mit diesen beiden Personen auf einer einsamen Insel gestrandet. Wen würdet ihr opfern, damit ihr essen könntet? Oh mein Gott, wer hat diese Fragen ausgewählt? Okay, Zettel 1 und Zettel 2. Huch, das waren zwei. Zettel 1 ist... Jasper, oh mein Gott, Jasper von The Royals, oh Mann, jetzt hat's die zweite Person sowieso total schwer. Oh, stimmt, habe ich auch aufgeschrieben, der Ash von Pokémon. Ash mag ich ja auch sehr gerne, weil ich echt ein riesen Pokémon-Fan war. Vielleicht ja auch noch ein bisschen bin. Ja, oh, das ist jetzt echt schwer, weil ich beide toll finde. Natürlich ist Ash ein extrem, also halt fiktiver Charakter, ist ja nur Zeichentrick und Comic und so. Und Jasper ist natürlich auch ein echter Schauspieler dahinter, den ich so hot finde. Oh mein Gott, ich liebe Jasper in der Rolle von, Jasper ist die Rolle und ich weiß gerade aber nicht mehr, wie der richtige Schauspieler heißt. Aber ja, ich liebe einfach seine Rolle und in The Royals ist er so toll. Ich liebe ihn echt seit der ersten Sekunde. Ich habe ihn schon gesehen, dachte mir, wow. Der Mann ist geil. Und ja, dann würde ich eben Ash opfern, ne? Also es tut mir leid, Ash, aber dann würden wir dich opfern, um dich zu essen. Also da bleibt mir keine andere Wahl, denn ich könnte niemals meinen wundervollen Jasper essen. genau. Oh, dann will ich mir vorstellen, mit Jasper auf einer einsamen Insel zu stranden. Wäre schon heiß, ne? Ja. Dann sechstens. Du bist der neue Comic-Held von DC oder Marvel. Wer ist dein Sidekick? Oh Gott, bei der Frage dachte ich auch so, oh Gott, Laura, irgendwie bist du voll der Snob, was sowas angeht. Denn ich bin mir gerade nicht sicher, was ein Sidekick ist. Also ich glaube, es ist sowas wie so eine Nebenfigur, also so eine Art Partner, den man hat. Also ich hoffe, das ist jetzt richtig und naja,
egal, auf jeden Fall geht es einfach mal darum, wen ich jetzt ziehe. Die erste Person ist, na komm her, Kai. Oh mein Gott, Kai von Vampire Diaries, ja, der ist jetzt auch gerade wieder da. Okay, das war jetzt gerade ein Spoiler, aber ich glaube, die eingefleischten richtigen Vampire Diaries-Fans gucken auch oder sind bestimmt schon so weit wie ich, ne, von daher. Und das zweite wäre Nate von Gossip Girl. Oh, ganz schwierig. Wer wäre jetzt mein Sidekick? Also wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, was genau der Sidekick ist, ob es das ist, was ich gesagt habe. Also so eine Art mein Partner, also wenn ich der neue Comic-Held wäre und das wäre dann so eine Art wie mein Partner. Dann würde ich sagen, weil ich bin kein Comic-Typ, also ich gucke mir keine solche Sachen wie Spider-Man oder so ein Zeug oder Batman habe ich mir noch nie angeguckt, ehrlich. Und von daher weiß ich das ist nicht genau. Also Nate ist ja der Liebere von beiden. Nate sieht gut aus und ist sehr charmant und ich mag Nate sehr gerne. Allerdings, Kai, finde ich, sieht auch gut aus und ist aber sehr, sehr freaky. Aber ich glaube, mit ihm könnte man ein bisschen mehr Spaß haben. Ich glaube, es wäre mit ihm unterhaltsamer. Deswegen würde ich mich jetzt einfach mal für Kai entscheiden. Dann siebte Frage. Du bist der Manager eines weltweiten Superkonzerns. Wer wird gefeuert, weil seine Kommunikationsskills zu mangelhaft sind? Wen müsste ich feuern? Nummer 1 und Nummer 2. Na, komm her. Oh, Nummer 1 wäre Prinz Liam von The Royals. Ich glaube, ihn zu feuern wäre nicht so schlau, weil er ja, ne? Er ist ein Prinz. Und Nummer 2 wäre Amanda Clark von Revenge. Oh, beides sehr, sehr schwer. Also ich muss sagen, Amanda ist natürlich auch, oder sie gibt sich ja am Anfang auch als Emily aus. Sie ist auch eine ganz, ganz tolle Frau, die wirklich sehr, sehr tough ist und die ich sehr, sehr bewundere für alles, was sie tut. Und die sehr, ja, mit Sicherheit auch sehr in der Kommunikation unglaublich gut ist. Also ich glaube, sie kann auch sehr, sehr gut Leute zu irgendwas überreden oder so. Und von daher, sie zu feuern wäre, glaube ich, auch nicht so eine kluge Entscheidung, aber Prinz Liam? Ich glaube, er ist so ein bisschen der nicht tollpatschige, aber er ist ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, er müsste noch mehr in so eine Rolle reinwachsen, deswegen würde ich lieber oder eher ihn feuern und würde Amanda bei mir behalten. So, dann achtens. Du hast ein Buch beendet, in dem dein Lieblingscharakter stirbt. Mit welcher Person tröstest du dich? Oho. Okay, mit welcher Person tröste ich mich? Person 1, Person 2. Als erstes habe ich hier Triss von Die Bestimmung. Das ist übrigens ein Film, den ich gerade erst gesehen habe. Dazu erzähle ich aber dann auch, oder beziehungsweise wenn ihr das Video seht, habe ich schon die Favoriten vom Februar schon gedreht. Deswegen habe ich da dann schon was drüber erzählt. Auf jeden Fall mochte ich Die Bestimmung unglaublich gerne. Und dann, wen haben wir hier noch? Christian Grey. Ja, natürlich würde ich mich damit Christian Grey trösten, ist ja klar. Also, weil, warum sollte ich mich mit Triss trösten? Ich meine, sie ist ja eine Frau und ich würde mich dann jetzt lieber mit Christian Grey trösten. Wobei er, glaube ich, nicht der Typ ist zum Trösten. Ich glaube, er ist eher der Typ, der, ne, einmal einen Klaps auf den Arsch gibt. Aber ja, ich wähle ihn jetzt, weil er halt ein Mann ist und weil ich mich an seine starke Schulter anschmiegen könnte und ja. Genau. Dann neuntens. Schulzeit. Wer wäre eher ein Teil der Stars der Schule? Oh, okay. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wen haben wir denn hier? Da wären jetzt auch wieder Mädchen ganz gut geeignet. Da haben wir zum einen, oh, Beck von Victorious. Ich hoffe, ihr kennt alle Victorious noch. Das war so eine Serie, die habe ich echt geliebt vor ein paar Jahren. Und als zweites habe ich hier Serena von Gossip Girl. Oh, das ist jetzt wirklich schwierig, weil beides sind ja so ein bisschen auch Highschool-Serien und sehr viel mit Intrigen und okay, Victorious ist noch mehr Comedy und so, aber beide wären eigentlich Stars, weil ich meine, Beck ist natürlich schon ziemlich heiß und sehr beliebt, aber Serena ist halt das Gossip Girl überhaupt, das hübscheste, bekannteste, begehrteste Mädel auf der Schule war sie immer und wird sie auch immer sein. Von daher ist es natürlich Serena Vanderwurzen. Also, ja. Und jetzt, wenn ich so drüber rede, habe ich irgendwie Lust, wieder Gossip Girl zu schauen. Aber es ist noch gar nicht so lang her, dass ich es mir das zweite Mal angeschaut habe. Von daher, ich weiß eigentlich noch so viel. Und es ist dann immer so, ja, man kennt dann ja schon alles. Deswegen,
ja, mal so, mal sehen, vielleicht werde ich es mir irgendwann nochmal anschauen, ein drittes Mal. Dann zehntens, es ist dein Geburtstag. Welcher der folgenden zwei würde am ehesten vergessen, dir zu gratulieren? Oh, huhu, ich hoffe, es wird mal niemand sein, den ich mag. Nummer 1 und Nummer 2. Nummer 1 wäre Stefan von Vampire Diaries und Nummer 2 wäre Rock von Eve Dallas. Und ja, ich liebe Rock. Also wenn ihr die Eve Dallas Hörbücher kennt, wisst ihr, warum ich Rock so sehr liebe. Er ist so toll. Er ist wirklich der Inbegriff eines perfekten Mannes für mich. Er ist unglaublich sexy, mächtig, erfolgreich und dennoch hat er so ein gutes Herz und ich liebe Rock einfach so sehr und ich bin mir sicher, er würde meinen Geburtstag niemals vergessen, deswegen wähle ich Stefan, denn ich glaube, Stefan würde eher meinen Geburtstag vergessen und ihm wäre ich auch nicht so böse wie Rock. Also bei Rock würde ich es weniger erwarten. Ihr versteht, was ich meine. Das ist natürlich immer komisch, so einen Tag so zu machen, ne? Aber ja, ist ja alles hier schön fiktiv. Elftens, du hast einen neuen aufstrebenden Booktuber gefunden. Wer von diesen beiden wäre es? Oh Gott, wer wäre denn ein aufstrebender Booktuber? Da haben wir zum einen Caroline von Vampire Diaries. Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und Elena von Vampire Diaries. Oh, das ist jetzt echt schade, ne? Ich hatte Elena bei einer anderen Frage mir erhofft. Ich würde sagen dann Elena. Also ich glaube, sie ist ja eher so die Leseratte. Also ich habe jetzt, glaube ich, Caroline nicht so oft in Büchern herumschmökern gesehen. Deswegen eher Elena, weil sie schreibt ja auch Tagebuch und so. Und deswegen ist das, glaube ich, eigentlich die beste Option. Und ja, Elena wäre der neue Super-Booktuber. Dann Pyjama-Party. Leider kannst du nur einen der beiden Charaktere einladen. Wer wäre es? Die Zettel werden immer weniger. So, wen haben wir denn da? Wen kann ich denn nur einladen? Na, kommen die auseinander. Zum einen wäre das, oh Gott, Jade von Victorious. Und es wäre Chuck von Gossip Girl. Ja, dann würde ich auf jeden Fall Chuck nehmen, denn Chuck ist heiß, ja, und Jade ist eine doofe Zicke, also, ja. Sie habe ich mit aufgeschrieben, nicht weil ich sie besonders mag, sondern weil ich einfach auch Charaktere wollte, die so ein bisschen schwieriger sind und wo mir dann die Antwort entweder leicht oder schwer fällt, deswegen ja. Aber hier nehme ich ganz klar Chuck, denn wie gesagt, er ist heiß und ich mag Chuck echt gerne, obwohl er manchmal auch ein Arsch sein kann. Dann 13. Zack, du bist schwanger. Oh je, wer ist der Vater? Ach, leider ist Damon ja schon weg und Elijah ist auch schon weg und es sind ja irgendwie schon einige weg, ne? Das ist ein bisschen doof, aber wir schauen mal, wer noch da ist. Zum einen, oh, okay, Blair. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil Blair ist ja eine Dame, deswegen tue ich sie wieder zurück. Also ich denke, das ist die einzige Frage, wo ich mir erlauben darf zu cheaten, denn ne, Vater meines Kindes kann natürlich nur ein Mann sein. Ah, okay, gut. Das eine wäre Nolan von Revenge und das andere wäre Tobias Eden von Die Bestimmung, ja, er hieß ja am Anfang einfach nur Vor, deswegen habe ich das so aufgeschrieben und dann seinen normalen Namen in Klammern. Ja, kurz zu Nolan. Ich mag Nolan echt gerne bei Revenge, er ist ja sehr, sehr lustig und sehr, hat einen ganz tollen Humor und alles und er unterstützt sie natürlich auch immer, also Amanda und alles. Und er ist auch der Einzige so, der die Wahrheit kennt, von daher, ich mag ihn sehr gerne, aber als Vater meines Kindes kann ich ihn mir nicht vorstellen, zumal er ja auch schwul ist und, ja, oder ist er schwul? Ja, ne? Also er ist, glaube ich, bisexuell. Also auf jeden Fall hat er auch schon was mit einem Mann gehabt. Deswegen, nein, ich kann ihn mir nicht als Vater meines Kindes vorstellen. Deswegen nehme ich Vor, also Tobias Eaton. Und ja, ich muss auch sagen, ich finde ihn ja richtig heiß. Also ich habe mich echt im ersten Teil von Die Bestimmung so in ihn verknallt. Ich habe ihn das erste Mal gesehen und dachte mir, wow, er ist toll. Er ist einfach nur toll. Und ja, genau. Dann die vorletzte Frage. Du hast gerade eine wichtige Nachricht verschickt. Welche der beiden Personen liest sie, aber antwortet nicht darauf? Da wäre ich echt böse. Wen haben wir denn hier? Okay, da haben wir jetzt Blair. Genau, das passt jetzt schon eher. Und wir haben Klaus. Oh nein, mein Klaus. Okay, ich glaube, dass eher Blair eine Nachricht von mir ignorieren würde, weil
Blair kann ja schon ziemlich eingebildet sein und macht, glaube ich, nur dann etwas, wenn sie Lust darauf hat oder wenn sie selbst einen Nutzen daraus ziehen würde. Deswegen bin ich mir sicher, dass Blair meine Nachricht ignorieren würde und Klaus natürlich nicht. Denn Klaus ist Klaus, ich liebe Klaus, muss ich ja auch mal sagen. Also wirklich, Klaus ist auch echt einer meiner absoluten Lieblingscharaktere überhaupt. Und ja, ich habe gelernt, ihn zu lieben. Ja, ist echt so. Also bei mir dauert es manchmal ein bisschen, bis ich Charaktere liebe, aber wenn ich sie dann liebe und herausgefunden habe, wie toll sie sein können, dann sind sie auch für immer in meinem Herzen. Dann können sie auch machen, was sie wollen, dann bleiben sie da. Genau. Und die letzte Frage ist, es ist Frühstückszeit. Wer steht in der Küche und macht dir das Frühstück? Oh, okay. Wen haben wir denn hier? Da haben wir zum einen... komm her. Bonnie von The Vampire Diaries und Tori von Victorious. Okay, beides Mädels. Ja, ich überlege gerade. Also Bonnie könnte mir mit Sicherheit als Hexe ein sehr, sehr cooles Frühstück herbeihexen. Und Tori? Tori würde ich eigentlich auch sehr als, oder schätze ich auch als sehr, sehr liebevolle Person ein, die kein Problem damit hätte, mir Frühstück zu machen. Also... auch schwer zu sagen. Ich glaube, ich nehme Tori. Ich mag Tori sehr gern. Ich mag auch Bonnie sehr gern. Aber Tori ist, glaube ich... mit ihr kann ich mich, glaube ich, noch besser unterhalten als mit Bonnie. Also ich finde, Bonnie wirkt manchmal ein bisschen sehr traurig. Ich meine, sie hat ja auch schon extrem viel durchgemacht und kann natürlich nicht immer so durch die Welt rennen. Aber ja, ich denke, ich nehme Tori. Okay, das war's jetzt schon mit diesem Tag. Ich muss sagen, es ging schneller, als ich erwartet hatte. Natürlich ist es ein langes Video, aber... ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich so rede, dann kommt mir das gar nicht vor, wie diese Zeit, die mir hier oben von der Kamera angezeigt wird. Deswegen, das ist für mich echt immer so krass. Ich denke mir so, was? Wie lange habe ich jetzt geredet? Und für mich, also mir kam es vor wie vielleicht 5 Minuten. Das ist echt komisch. Aber naja, okay. Ja, genau, das war jetzt und raus bist du, Tag. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, es war mal ein bisschen was... vielleicht einer der interessanteren Takes, einfach mal dieses, ich mag ja auch solche Entweder-Oder-Fragen, also wenn man sich für eines von beiden entscheiden muss und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und war ganz interessant und ich hoffe, ihr kanntet natürlich auch alle Charaktere, aber ich denke schon, weil es war jetzt keine super unbekannte Serie dabei, also von daher, ich hätte natürlich noch mehr nehmen können, also mir sind jetzt auch gerade noch so Sachen wie Teen Wolf eingefallen, was ich sehr gern mochte. Oder auch Heart of Dixie wäre auch noch eine Serie, wo ich auch noch hätte mehr Charaktere machen können. Wenn ihr vielleicht Lust habt, könnte ich den Tag nochmal drehen mit anderen Charakteren. Aber ich weiß nicht. Also nur, wenn ihr das unbedingt sehen wolltet. Aber ja, genau, dann war es das jetzt. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bei dem nächsten Video sehen. Und schreibt mir doch auch gerne mal eure Meinung zu diesen ganzen Charakteren, wen ihr gern mochtet, wen ihr noch nicht kanntet, wen ihr auch so liebt wie ich. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bis hoffentlich zum nächsten Video. Ciao!